So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Total War Warhammer 2. Nehmen kurz einen Schluck. Mit dem Bretonischen Reich. In der letzten Folge hat es gelaggt, deswegen haben wir kurz einen Cut gemacht. Und ja, es geht weiter. Wir sind hier stehen geblieben. Ich habe währenddessen, es ein bisschen am Ruckeln war bei euch, die Bilder, habe ich hier das noch kurz eingenommen. Und jetzt gucken wir, dass wir hier Unverdorbenheit hinkriegen. Und dann will ich gleich sehen, ob das einen Einfluss hat. Ich habe das Gefühl, es hat einen minimalen Einfluss. In der nächsten Folge sollten wir... in der nächsten Runde sollten wir Verschleiß minus 50, Verlust durch Verschleiß in Chaos-Territorium... Ah ne, das gleicht das gar nicht aus. Wir sehen's dann, ob es trotzdem einen Einfluss hat oder nicht. Ich befürchte nicht, aber wer weiß. Wir bauen hier aus. Bauen hier besser. Bauen hier auf. Den Kommandanten haben wir noch nicht bewegt. So. Er darf nämlich hier hin. Das ist ja voll. Die haben wir schon laufen lassen. Der ist in der nächsten Runde fertig, dann können wir hier auch nochmal ausbauen mit mehr Rüstung, das ist sehr, sehr wichtig. Was bedeutet Kontrolle plus 10? Bei den Bretonen ist es so, dass hier zum Beispiel steht, öffentliche Ordnung heißt bei ihnen Kontrolle. Okay? Das bedeutet, wenn steht Kontrolle plus 10, verbessert sich das Gebiet, dann ist die Bevölkerung glücklich. Und wir kriegen keine Rebellion. Wenn es bei Minus ist, dann geht das irgendwann bis 100, bis minus 100. Und wenn es minus 100 erreicht, dann gibt es eine Rebellion. So funktioniert es. So. Gucken wir mal ganz kurz, wie es bei den beiden aussieht. Die haben absolut gar keinen Bock. Sind die eigentlich verbündet mit den Echsen? Nö. Gar nicht. Das ist gut. Dann gehen wir in der nächsten Runde in die Offensive, greifen die Echsen an, die da in der Wüste sind. Wir müssen ja die Wüste stabilisieren. Ha! Das ist ein netter Ausdruck, ne? Um zu sagen, wir töten Echsen. Alles klar. So. Jetzt mein Headset richten, die Haare richten. Dann bin ich gespannt, ob die beiden mitkommen. Ob die auch Krieg führen gegen die. Die Exaline. Ich weiß gar nicht, ob ich Lust habe, mit dem Bretonen die ganze Welt einzunehmen. Oder ob es mir reicht, wenn ich einfach ein großes Reich habe. Ob ich so mache, wie bis jetzt immer gemacht habe. Ein kleiner Sieg. Obwohl es hier ja nicht ein kleiner oder großer Sieg gibt. Du musst einfach diese 2000 Ritterlichkeit erreichen. Dann geht's da weiter. Nein, mein Freund. Guck, es ist so. Ich nehme die eine Seite der Wüste ein. Und dann nehme ich die andere Seite der Wüste ein. Und du bist auf der anderen Seite der Wüste. Das heißt, ich werde dich irgendwann auch einnehmen. Das ist jetzt für uns beide doof. Deswegen können wir nicht miteinander handeln, ja? Puppen des Gars wurden vernichtet. Aber was mich eigentlich schon die ganze Zeit wundergenommen hat. Ist ein Pegasus. Täuscht mich das oder haben wir jetzt hier ein bisschen mehr Regeneration der Einheiten? Ich glaube, es täuscht. Ich glaube, ich bilde mir das einfach ein. You seek the lady's favor.
Jetzt kriegen wir aber hier eigentlich weniger Schaden. Seht ihr es? Wir kriegen ganz, ganz wenig Schaden, weil wir diese Forschung betrieben haben. Hm. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie nicht irgendwo noch Dings haben für besseres. Es muss doch irgendwo was geben in diese Richtung. Halt einfach nein. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Na gut. Wie irgendwo noch eine bedrohliche Minus. Ja, das ist Y. Das ist klar, dass das da ein Minus ist. Südlichen Düsterlande. Hier probieren wir das ja irgendwie zu stabilisieren. Oh, das ist nicht gut. Okay. Warten wir damit hier noch. Wir machen das mal, weil wir brauchen ja hier die Verstärkungsrate. Also, hier gibt es eine Rebellion in 7 Runden. In 6 Runden kriegen wir hier Plus. Dürfte das eigentlich gut sein. Hoffe ich mal. Das ist die einzige Stelle, die gerade kritisch ist. Der Rest geht. Ich könnte in die Offensive hier. Ja, komm, irgendwann müssen wir. Sind alle beigetreten. Let's go. Honor and glory. Ziemlich viele Distanzkämpfe. Ist das eigentlich eine Hauptzielung? Why? Tell. Nee. Das kämpfen wir kurz selber. Weil hier reiten wir schnell außen rum, ansonsten würden wir relativ viel verlieren. Wir würden zwar gewinnen bei der automatischen Schlacht, aber wir würden viele Leute verlieren. Das mag ich jetzt nicht. Wir wollen nämlich direkt nachher weiterspringen und ins Landesinnere. Beziehungsweise Richtung Gebirge. Und ich bin gespannt, wie meine bretonischen Freunde darauf reagieren, was die dann machen. Und Alberic müsste halt unbedingt echt mal Erfahrungspunkte mehr kriegen, damit ich hier... Ich meine, ich habe Goldstufe. Ich kann das aber nicht anständig nutzen. Also, meine Kommandanten, meine Generäle gehen hier drauf, ihr tötet die hier, ihr tötet die hier, ihr geht auf die, Kavallerie geht komplett außen rum, Kavallerie geht, oh lol, okay, ich sehe schon, dass das Problem ist. Let's go. Guardians!
Achso, knall sie weg. General kriegt ordentlich an Senke. Die kriegen auch ordentlich an Senke. Da machen wir einen Zauber drauf. Wo sind die eigentlich? Echt jetzt? Weißt du was? Nein, die geht auf die hier. Wenn die schon so fliehen. Hier drauf. Wir dürfen gar nicht groß dazukommen, irgendwie zu schießen oder so. Und die sind ausgerastet, das ist natürlich nicht gut. Fliehen. Ja, das war genau das. Sie kommen gar nicht groß zum Schießen. Die einzigen, die ein bisschen in Bedrängnis stehen, sind halt die hier hinten. Und denen geben wir noch ein bisschen Lebenspunkte und dann sollte das eigentlich gut sein. Hier knallen wir von der Seite rein. Hier knallen wir jetzt hier drauf. Wird dann gleich die ganze Linie fliehen. Das war's dann. Hundert Leute haben wir verloren. Die einen Hippogreifer haben hier ein bisschen Schaden gekriegt. Die würden halt, was war's, ich glaube 8% weniger Schaden von allen Quellen kriegen, also durch den Rettungszauber, wenn mein General schon so weit wäre. Aber mein General braucht, glaube ich, noch 2, 3, 4 Stufen muss er noch steigen. Und einer davon wäre dann noch an den Hypogreifen. Das heißt 5 Stufen. Wir besetzen es hier. Protector of the Realm. Okay, 1, 2, 3, 4. Aber bis dahin ist er schon Stufe 14 und dann könnte ich hier seinen Greif holen, ne? Das ist es eben. Also, als nächstes hat er das hier und das hier. Ich weiß halt nicht, wie er reagiert, ob er hier direkt rangeht, dann würde ich schnell rennen und probieren, das hier oder das hier zu verteidigen. Je nachdem, wie er sich bewegt, weil er muss ja irgendwo auch noch Truppen haben, ne? Was wir hier hinten machen, keine Ahnung. Ja, ich weiß noch nicht, wie wir das angehen. Theoretisch hätte ich genug Geld, um nochmal eine Armee aufzubauen, aber momentan ist eigentlich ganz gut, um das ganze Geld, das wir kriegen, wieder in Gebäude und Siedlungen zu investieren. Echt jetzt? Letzter Verteidiger und Tlaqua. Durch gerissene Diplomatie und gar Einschüchterung konnte letzter Verteidiger Takla überzeugen, sich der Konföderation anzuschließen. Also du willst mir jetzt im Ernst sagen, dass Tlaqua sich... Ja, wow. Ich habe sie angegriffen, ne? Und das Erste, was sie machen, ist, sie gehen eine Konföderation ein, mit denen ganz im Osten in der Wüste. Also hinter der Gebirgskette, da ein bisschen weiter oben sind ja noch die Zwerge, hinter der Gebirgskette ganz im Osten sind die. Und mit denen sind sie jetzt eine Konföderation eingegangen.
um den Krieg gegen mich, also um dem Krieg gegen mich zu entkommen. Jetzt habe ich aber ein Problem. Wenn ich nämlich denen den Krieg erkläre, dann reiße ich die Zwerge mit. Nein, ich will nichts von dir. Keine Diplomatie, keine Freunde, gar nichts. Du wirst auch tot sein. Ah, Ritter der Flamme und die letzten Verteidiger haben Krieg miteinander. Das ist gut für mich. Blitzhornstein greift das Imperium an. Wir verteidigen selbstverständlich das Imperium. Keine Frage, wir stellen uns auf die Seite unserer Freunde. Ich muss euch mal was zeigen. Oh, Eroberer Verbrecher. Das ist meine Quest, die ich kriege, wenn er Stufe 10 wird. Ich muss Sartossa einnehmen. Habe ich gemacht. Stark, oder? Das war wahrscheinlich die schnellste Einnahme überhaupt. Und er hat den Gegenstand gekriegt. Guckt, jetzt hier. Jetzt sind die hier. Unverschämt von denen, oder? Jetzt ist es aber so, dass die auch hier sind. Ich habe aber Angst davor, wenn ich denen jetzt den Krieg erkläre und die Zwerge auch denken, nur lass mal da auch angreifen und so. Ist natürlich kacke. Ah, die haben auch hier eine Siedlung. Bis wohin sind die? Bis wohin sind die denn vorgerückt, Mensch? My reputation precedes me. Your will? Through forest and glade. Ach, deswegen haben die das gemacht. Pious. Champion of the Lady. Rotanians, attack! Do you know who I am? Ich komme nicht voran, ne? Seht ihr, es ist einfach abartig traurig eigentlich. Ich komme, also es geht einfach nicht. Scheiße, Mann, ey. Lord and Hero. Die kommen da nicht voran. Eigentlich macht es fast schon mehr Sinn, wirklich die Armee aufzulösen und neu zu bauen, weil dann geht es ja gefühlt schneller, ne? So, das bauen wir noch aus, dann dürfte sich dann das stabilisieren. Haben die eigentlich einen großen Hass gegen die? Oh, die kämpfen eh gegen den. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt. Welcome, friends. Lord of Bretonnia. Welcome to Protector of the Laws of Chivalry. The Lords of Chivalry. Welcome to fair Bretonnia. As you say. Ab wann wollen sich die dann mir anschließen? Ich bin super vertrauenswürdig. Ich bin eine riesengroße Macht. Und das ist einfach. Ah, ich habe nicht nachgeguckt. Ich wollte euch ja eigentlich noch was zeigen. Ich wollte euch zeigen, wie das Imperium gerade total auf den Sack kriegt aus dem Norden. Ich weiß nicht, ob man sieht, wenn ich mich ausblende, sieht man diese Minikarte, ne? Das Imperium hat unglaublich viel Gebiet verloren. Was ist da denn passiert? Ruinen. Warum sind da Ruinen? Das muss ich mir gleich anschauen. Das ist wichtig. Das ist Grünes dazwischen.
Ja, da gibt's Waldelfen oben. Soll ich dir mal zeigen? Gegen die führen wir Krieg, by the way. Jetzt müsst ihr gucken. Oh. Jetzt müsst ihr erst recht gucken. Es kommt aus dem Norden. Die Tentakel des Chaos breiten sich nach Süden aus und verseuchen das Land. Mit ihnen marschieren die Krieger des Chaos. Wir müssen uns vorbereiten. Denn Krieg zieht heran. Doch wer konnte die zerstrittenen Stämme einigen? Welche Art von Champion hält die Macht in der Hand? Tja, das ist der Moment, wo das Imperium komplett verliert. Willkommen, mein Herr. Archaon, der ewig Auserwählte, Herr der letzten Tage, ist auf die Welt zurückgekehrt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaosarmee unermesslicher Größe. Bereitet euch auf die Apokalypse vor. Das Imperium kriegt's halt nicht gebacken. Das Problem ist auch, dass die Skaven hier. Ja, jetzt, das ist jetzt. Jetzt haben dann die Skaven auch gleich ein Problem. Weil die Chaos-Fraktion auch auf die Skaven losgeht. Es ist eigentlich ein totales Schlachtfeld. Die Skaven sind verbündet mit den Nordska. Die Chaos-Fraktion greift die Nordska nicht an. Oder? Ja. Sie sind aber verbündet mit dem Züchterclan. Der Züchterclan aber ist mit der Chaos-Fraktion im Krieg. Das heißt, die Skaven probieren einfach alles einzunehmen, was geht. Währenddessen das Imperium probiert zu halten, was möglich ist. Und ihr seht hier, wie das komplett zerstört ist, Mann. Und hier sind noch Waldelfen. Es sind einfach Waldelfen hier. Hier ist ein Baum mit Waldelfen drin. Die nehmen hier einfach Zeugs ein, wie es ihnen gerade passt. Das ist absolutes Chaos hier. Die kriegen halt hart aufs Maul von allen Seiten. Und ich baue hier mal aus schnell, ja? Okay. Ich baue hier einfach mal schnell, schnell auf. Ja. Da müssen wir nicht selber kämpfen. Das haben wir eh gewonnen. Verloren, 20 Mann, ja. Ich würde sie abreißen, dann würde das schneller gehen, aber. Passt schon. Protector of the realm. I will indulge you. My reputation precedes me. Das ist eh fast alles Goldstufe hier, ne? Daher. Ich habe Bogenschützen, die sind auch fast Goldstufe. Pegasus-Ritter. Wir bauen hier noch ein bisschen aus und wir machen das mit der Bereinigung. Ich halte das nämlich für gar nicht so doof, wenn wir die Chaos-Dings hier runterkriegen irgendwie. Die Musik im Hintergrund ist von dir oder vom Game? Die ist vom Game selbst. Die Chaos-Fraktion wird bald vor meinen Toren stehen. Ah, und das wollte ich noch angucken. Was ist das? Die Zwerge kämpfen gegen wen? It is time. Die Zwerge kämpfen gegen das Imperium. Wie ist das denn passiert?
Wie ist das denn passiert? The Empire. Warum haben sich die Zwerge gegen das Imperium gestellt? Das Imperium wird von allen Seiten schon angegriffen. Und dann kommen die Zwerge noch? Warum das denn? Das macht doch gar keinen Sinn. Oh nee, das brauchen wir nicht. Passt schon. Noble. Ja, mehr Angriffskraft für Kavallerie. Wie viel will ich denn noch? Nächste Runde kann ich das oder halt eben ihm Dings geben. Mit den Zwergen bin ich übrigens auch im Krieg. Vor den Zwergen muss ich aber echt aufpassen. You seek prophecy. My journey continues. Come forth. Bin ich gespannt. Protector of the realm. Baron Tegan. Armored in faith. Welcome, friends. Let's hope we can. Warte mal kurz. Welcome, friends. Wir sind bereit, eine Konföderation einzugehen. Wir sind bereit, eine Konföderation einzugehen. Do you know who are the laws of chivalry demand I hear you? Scheiß drauf. Nein, ich will euch in meinem Reich haben. Ich will wissen, was ihr habt. Ihr zahlt mir 5.500, dann dürft ihr mitmachen. Wunderbar. Also, finanziell hat das eigentlich gar keinen großen Unterschied gemacht. Stufe 4, Stufe 2, Stufe 1. Wie weit bist du schon mit dem Gelübde? Das ist gut. My strength and wisdom are yours. Gib du mal deinen ganzen Scheiß ab hier. Leaving. Zack, raus damit. Lord of Bretonia. Raus damit. Wie weit Blessings ist der schon? Der ist wahrscheinlich noch nirgendwo. Ja. Wir lassen die mal zusammenlaufen und kämpfen. Ja, ich werde ihn... Er wird einer, den ich aufbaue. Und ihn, wenn ich ihn übernommen habe, werde ich ihn auch aufbauen. Das ist Stufe 3, Stufe 1, Stufe 7. Er wird vielleicht noch jemand sein, den ich mitnehme. Also wo ich dann eine Armee draus baue, ne? Weil wir müssen mehr Armeen haben. Wir müssen, es muss einfach mehr werden. Es ist nicht genug. Lol. Fuck. Was ist das denn und wo kommen die her? Shit.
Ah, okay. Die tauchen hier in der Mitte auf, um Dings. Ja, ich verstehe. Okay. Ja, das wird jetzt schwierig. Shit. Na, wir beobachten mal, wo die hinwollen. Oder? Also gut, die haben mich jetzt ein bisschen überrascht. Das Schöne ist aber, dass es das wieder spannend macht. Ich frage mich, ob sie auch bereit sind, Sartossa anzugreifen und so. Militärisches Bündnis verhandelt. Ritter von Urigo. Mit das Imperium. Da. Das, was die Zwerge da machen, das stört mich schon ein bisschen. Ich bin mir halt echt am überlegen, ob ich auch mich gegen die Zwerge stellen soll. Aber das wäre eigentlich mein Ruin. Das Imperium tut mir einfach gerade mega leid. Könnt ihr euch noch dran erinnern, die haben mir ganz am Anfang immer geholfen gegen die Orks. Die haben sie immer niedergeschlagen. Jetzt wo Archon auf der Bildfläche erschienen ist, ne? Ist es so, dass extrem viele Bündnisse schließen, um sich gegen Archon zu wehren. Ist voll cool. Ja, okay. Das ist heiß. Der hier ist das gefährlich. Ja, Lucini habe ich gar nicht genug ausgebaut. Shit, ich hätte meine Küstenstädte besser ausbauen sollen. You are a guest in my... Nicht angespackt, warum? Oh, eigentlich hätte ich den Krieg erklären sollen, die sind ja eh da und kämpfen gegen die Zwerge. Lulul. Ich schicke sie zurück. Dann gebe ich... Obwohl, ich könnte das auch selber managen. Ich weiß nicht, ob wir es rechtzeitig schaffen, aber wir versuchen es einfach mal, okay? Scheiße. Das ist nicht gut. Das war gar nicht gut. Das sind... Boah. Protector, welcome, friends. Let's hope we can come to an accommodation. Ja. Ist der auch in meiner Konföderation? Welcome, friends. Let's hope we can come to an accommodation. You, Dave. I suppose so. Do you know who I am?
Das greife ich mir als nächstes an. Ich versuche mich da irgendwie zurückzukriegen. Lol. Was macht das Schiff denn hier? Seid ihr bescheuert? Weg da. Alarials, now that you are here, I will hear you very well. Ich müsste eigentlich einmal Frieden schließen mit denen. Und die immer noch nicht. Everqueen, I bid you welcome. What do you wish to discuss? Yes. Tomb King of Nehekara. All are given a fair hearing in the Phoenix Court. Very well. My dynasty reigns supreme. Eigentlich müssten ja noch die Echsenmenschen irgendwo hier. Wenn ich mit euch ein militärisches Bündnis hinkriegen würde. Komm. Seid nicht so. Ich helfe euch gegen die. Ne, die sind etwas nah. Ich helfe euch gegen die. Dürfte ich dann eigentlich jetzt. Itza ist hier. Ich möchte die Seite halt nicht einnehmen. Dann habe ich jetzt auch Sicht auf diese hier. Ich hatte halt gehofft, dass ich mit ihnen Handel treiben kann, aber so wie es aussieht, ist ihr Reich ganz komisch gesplittet. Okay, die kriegen das in den Griff. Hier oben. Warum das hier so kaputt ist teilweise, das weiß ich noch nicht so recht. Wie weit sind denn die hier vorgestoßen? Okay. Okay, ich verstehe. In dem ganzen Konstrukt tun mir einfach die verdammten... Die Menschen tun mir leid. I will not disgrace my ancestors. Leaving. My strength and wisdom are yours. Be gone. Do you know who I am? Ja, setz dich da rein. Und bete zu Gott. Weil das ist. Irgendwas müssen wir bauen, damit wir uns wehren können. Wir können es nicht tun. Cheat. Cheat, 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 cheat. Also das werde ich wahrscheinlich verlieren. Das ist aber kein Weltuntergang. Hier werde ich gucken, dass ich das irgendwie noch hinkriege. Ist voll auf Distanz aus, obwohl das total Quatsch ist. Schade, ich hatte gehofft, dass die Zwerge noch irgendwo in der Nähe sind. Tja. Oh, ich habe den Norden vergessen. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Wohin gehen sie? Was tun sie? Weiß das einer? Gibt es eine Eigenschaft für erhöhte Regeneration der Truppen? Ich glaube schon, ne?
frage mich, was man dafür machen muss, dass das triggert. Ich meine, wenn du viel in der Marschstellung rennst, dann kriegst du diese Eigenschaft, ne? Mehrere Runden in Marschstellung absolviert, dann hast du erhöhtes Sichtfeld und kannst ein bisschen weiter laufen. Aber da muss es sicher auch eine Möglichkeit geben, vielleicht wenn du viele Verluste hast und dann... Karakadrin und die Zwerge, Bündnis. Also eine Konföderation. Ich denke, die letzten Menschenvölker werden sich dem Imperium noch anschließen, oder? Um irgendwie Stabilität hinzukriegen. Stielan hat sich nicht den Menschen verschrieben. Ein Held hat diese Fähigkeit. Ich habe vorhin durchgeguckt, keiner meiner Helden hatte diese Fähigkeit. Die erhöhte Regeneration. Ich habe fest damit gerechnet, dass die Menschen... Etonia erblüht in grandioser Macht. Grandioser Macht. Eure ritterlichen Taten werden noch in Jahren besungen werden. Ja. Unser Land wird größer. Und unser Kodex der Ritterlichkeit breitet sich immer mehr aus. Zeig keine Gnade, denn Bretonia wird in dieser finsteren Zeit den Völkern ein Licht sein. Do you know who I am? Very well, if you insist. For Bretonia! The Lady wills it! Ich mag die Schlacht eigentlich nicht kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Hilft das, wenn ich mit dir noch da reingehe? Und wo sind die jetzt hin? Einer ist hier oben. Der Rest ist hier rüber. Ich habe eine Idee. Wo ist Camry? Hier. Ich möchte, dass ihr den Krieg beitretet gegen die. Ich kämpfe dafür gegen Numas. Und ich zahle euch eine wunderschöne Summe. Und sie nicht. Das Problem ist, dass die auf dem Marsch hierhin sind. Das werden wir verlieren. Das will ich aber eigentlich nicht verlieren. Sturheit, Tugendhaft. Vielleicht reicht's nicht. Ich weiß dann nicht, wie es finanziell aussieht, das werden wir herausfinden. Faith is my armor. For Bretonia. Passt schon. Wir gewinnen die Sachen ja eh zu 100 Pro. Von daher. Obwohl das hier nochmal ein kritischer Punkt wird. Strike them down! To victory, valiant lord. You know nothing. Do you know who I am? My reputation precedes me. Blessings of the lady be upon you. Taking my leave. Do you take me for a Wazik? Yes. My strength and wisdom are yours. Ich bin erstaunt, dass sie hier nicht. I shall go. Nicht angegriffen haben hier.
Stattdessen trödelt er hier oben rum. Ich löse diese Armee auf. Aus finanziellen Gründen. Das einfach mehr Sinn macht, meines Erachtens nach. Wir versuchen hier den Norden. Versammlung der Björlinger. I am the blood of sheep. Onward. Ja, es wird ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Je tiefer die Korruption ist und je höher diese Dinge hier sind, desto mehr kriegen wir und haben wir. Ja, Geld. Ja, Geld. Shit. Also die Zwerge haben 3 Sitze. Das kriegen wir mit dem, das kriegen wir mit dem. Hier weiß ich noch nicht. Ich werde die Konföderation mit ihm noch nicht eingehen. Was haben wir hier denn wieder für eine Armee? Valiant Lord, if the lady wills it. Sallying forth. Ich frage mich, was der Dude eigentlich hier macht. Yes. Ich werde mit ihr versuchen, über die See zu gehen und was zu retten. Ob ich in Miragliano eine Armee zusammenkriege? Müsste, aber teuer wieder. In wie viel Fraktion ich Krieg führe? Die Chaos-Fraktion, Waldelfen, Kriegsherde des Chaos, Schlitzhornstamm, Björlinge, das sind die, die hier in der Mitte sind. Gegen Zwerge ganz weit im Osten, gegen Zwerge direkt in meinem Gebirge. Gegen die Skaven oben rechts im Gebiet, wo die Chaos-Fraktion ist, gegen die Nordskar oben im Norden. Gegen die Hochelfen, direkt da wo Lothan ist. Nochmal Chaos-Fraktion gegen Echsen und gegen die Vapirküste, die eigentlich gegenüber von der Wüste liegt, im Westen. Ein paar. Wir sind ein bisschen im Krieg. Mit ein paar sind wir im Krieg. King Leoncor. Nö. Bitte greif nicht an, bitte greif nicht an. Danke. Na, ja, das ist eine Menge, ein paar, ja. Na, die Hochelfen, die haben mich noch nie angegriffen. Die sitzen in der Mitte fest. Die kommen nicht raus. Die Vampirküste, die greift mich auch nicht an, weil die ist mit anderen im Krieg verwickelt. Die, die ganz oben im Norden sind, die Nordskar, mit denen hatte ich schon zu tun, aber mit den Skaven im Norden oben nicht. Die Chaos-Fraktion, die ist auch noch nicht bis zu mir hingekommen, die ist das Imperium gerade mal auseinandernehmen. Und die Zwerge sind keine Hilfe, weil die greifen von der anderen Seite an. Die Echsen habe ich angegriffen, die einen Zwerge nehme ich auch gerade selber auseinander. Und ganz drüben im Osten, die einen Zwerge, die haben mir den Krieg erklärt, weil sie wohl verbündet waren mit irgendjemand anderem. One step further, Strick. Er möchte Frieden. Wir zwei haben Frieden, wenn du dich gegen Winterzahn stellst. Nicht? Na dann nicht. Ich verlange von ihm, dass er sich gegen seine Verbündeten stellt. Ist klar, dass er das ablehnt. Ein Handelseinkommen? Nein, mein Freund. Nein. Ah.
eigentlich keine Chance. Die sind noch nicht mal, die haben sich noch nicht mal vollständig regeneriert, weil das ja dieses scheiß Gebiet ist, wo ich einfach keine Regeneration hinkriege, ne? Da habe ich hier habe ich glaube ich Mauern hingekriegt. Da sind 17 Mann drin. Das wird dauern. Du möchtest Frieden mit mir? Du kannst auch mit mir Frieden haben, wenn du Krieg gegen wenn du gegen den Züchterclan kämpfst. Nö, wirst du nicht. Dann nicht. Das sind eben die Waldelfen, die oben im Norden sind, gegen die ich auch noch nie gekriegt habe. So. Ich habe sehr viel rekrutiert. Reißt mir das jetzt ein Loch finanziell? Noch nicht. Honor and glory. Ah, ihre Armee ist raus. Ha. For the lady. Die Herrin segnet diese Männer. Das ist gut, die haben sich den Segen auch verdient. Honor before glory. Ich baller hier einfach ganz kurz einen Kommandanten rein, damit er das nicht einfach einnehmen kann. For the lady, armored in faith. Slay them. To victory. The lady wills it. For real? What? So viele Leute, die schaffen es nicht gegen die Zwerge. Wir belagern die Siedlung einfach. Mal gucken, ob sie mich angreifen. Wenn sie rauskommen, töten wir sie. Lord and hero. Yes. Death to the enemy. Zwerge, meine Damen und Herren, sind die ärgsten Feinde, die schlimmsten Gegner von allen. Diese Schlacht wird schmerzen. Das wird sie. What do you need? Paladin of Britannia! Battle ready! Grail Guardians! Ready for battle! Spearmen at arms! We serve our liege! Peasant bowmen! Ja, das sind Flammenwerfer. Eisendrachen. Oh!
Die sind gefährlich, die Slayer. Wo kommt das Feuer her? Ah, das sind die Eisenbrecher. Die sind gefährlich. Das Game sieht mega nice aus, aber auch anders kompliziert. Das ist es auch. Aber sobald du dich reingefuchst hast in das Spiel, ist es so cool. Ich habe eine Idee. Ich weiß nur nicht, ob es funktioniert. Ein General geht in die Mitte. Jetzt müssen ihn alle angreifen, okay? Ich habe für einen Riesenslayer ordentlich aufs Maul hier, sehe ich gerade. Ah, sie stehen halt so gut, um sie eigentlich zu Tode zu zaubern, aber ich habe keine Zauberin dabei, also keine, die viel Schaden macht. Wir heilen ihn hoch, dafür habe ich sie dabei. Meine Might des Lebens. Achten wir uns auf die Lebenspunkte, ich hoffe, da geht was hoch. Okay, er kriegt halt mega Schaden. Ich gebe ihm nochmal eine defensive Dings. Habe ich sie auf die Mauern geschickt? Nein, das war nicht. Muss halt so hart gegengehalten werden, ne? Habt ihr es jetzt raus? Wahrscheinlich nicht.
down, lords! Clear us! Child of light! Knights! Break them! What do you mean? Helft eurem König, verdammt. Ah, ich zieh Stücke. Komm, noch ein bisschen Magie. Yes. Nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Warum sind die so verteilt? Aha! Die Tore wurden hier geöffnet, die eine Hälfte war draußen, die ist außen rumgeritten. Deswegen habe ich so wenig Pferdchen hier. Ich dachte mir schon die ganze Zeit, da stimmt irgendetwas nicht. Riesenslayer. Slayer fliehen einfach nie. Aber die restliche Armee, die gibt auf. Die restliche Armee gibt auf. Jetzt müssen wir nur noch die Slayer töten. Dann haben wir es. Die hier. Und die hier. Dabei müssen wir aufpassen, dass nichts stirbt. Ja, meine Pegasus-Ritter, die werde ich, meine Hippogreife, die lasse ich hier mal. Slayers sind nämlich gut gegen große Feinde. Und das ist ein Problem. Hier sind es nur noch 14. Hier sind es auch nicht mehr allzu viele. Ich gebe denen mal Resistenz, physische Resistenz. Einen hier noch. Schlagt ihn tot. Hier rüber. Ich weiß nicht, wie lange die noch kämpfen. Obwohl viele dürften es nicht mehr sein. Unfassbar. Diese 10 Zwerge. Diese 10 Zwerge. 288, 267, 317. Die Zahlen sprechen für sich. Und sie können noch 8% Schadensresistenz kriegen, wenn der General soweit ist. For the Lion!
Blessings of the Lady be upon you. Physische Resistenz. Kann man das Nachwachsen ein bisschen billiger?